Ja, und wir kommen zum Halbzeitmatch. Obwohl ich glaube, das letzte Match ist aber allerdings eine Promo. Diesmal sind es die Dieven, die sich hier die Äumel, den Draht aus dem Äumel kloppen. Hier haben wir die erste Shayna Baszler. Und ihre Gegnerin, oh, da haben wir sie. Rowdy Ronda Rousey. Und direkt ein Bulldog hier gegen Shayna Baszler. Ja, die zwei MMA-Lerinnen. Könnte man so sagen. Ich glaube, Shayna Baszler, die ist jetzt nicht so sonderlich erpicht. Sich hier von Ronda Rousey irgendwas vorschreiben zu lassen. Aber das Handtuch hält gut. Einfach mal nach vorne abgelegt und nochmal durchgedrückt den Rücken. Jetzt geht's in den Ring. Jetzt kann das Match auch beginnen. Also Ronda Rousey, die hat hier gerade gar nichts zu lachen gegen Shayna Baszler. Und da wirft sie Ronda Rousey einfach raus. Also hier haben wir jetzt ja einfach wildes drauf rumgekloppe. Ich glaube, beide sind ein bisschen wütend. Und ein weiterer Konter. So, Ronda Rousey, jetzt geht's in den Ring zurück, feiert sich. Vielleicht denkt sie ja, Shayna Baszler jetzt nicht mehr in den Ring zurückkommt. Oh, schafft es noch? Schafft es noch? Jawohl, sie schafft es noch. Das Splash von Ronda. Komm, da stand vorhin zu früh, obwohl ich eigentlich zu spät gedrückt habe, aber naja. Ein schöner Christo. Und ich glaube, jetzt will sie schon ihren Armjack zeigen. Jawohl. Er kann den Arm nicht so ganz durchdrücken. Und Shayna kann sich daraus befreien. Jetzt gibt es ein Whip-In. Harte Kicks. Oh, da ist, war sie ein bisschen zu fokussiert. Kick out. Oh, jetzt verhöhnt sie sie, indem sie ihren
praktisch Parademove zeigt. Hat sie eigentlich, ja, Cross Armor ist dasselbe. Oh, Konter! Und jetzt der Aufgabegriff von Shayna Baszler. Und wenn Ronda Rousey jetzt nicht aufpasst, wird sie tappen. Oh, mit den Ellbogen und ins Gesicht. Also die beiden hier, die geben sich auch schon ganz gut. Oh, schöner Splash. Also ich sag mal, die nächste, die ihren Aufgabegriff anbringt, wird dieses Match auch gewinnen. Oh, das tat weh. Was ist denn jetzt los? Achso, es geht noch weiter. Ja, Kick-out bei... Ja, vor zwei. Ja, Shayna Baszler, die jubelt hier erstmal. Und, oh, sehr schöne Kopfschere. Und jetzt nimmt sie es auf sowas zu sein. Ein Olympic Slam könnte man es schon nennen. Und Cross Armbar, das ist zu nah an den Ring sein. Und auch eine sehr schöne Kopfschere. Und Shayna erneut mit einem Konter. Und da zieht sie sie einfach durch den gesamten Ring. Sie schmeißt sie, besser gesagt. Und jetzt gibt es noch einen Backbreaker. Mein Gott, Walter. Whip-In wird reversed. Da boxt sie erst eine und dann noch diese verhöhnende Gestik dahinterher. Okay, schöner Judo-Überwurf. Jetzt geht's in die Ringecke. Was kommt jetzt? Setzt sie aufs oberste Seil. Sieht zumindest danach aus. Jetzt schickt sie sie erstmal ein bisschen hin und her. Oh, harter Punch. Und jetzt geht's aber wirklich hin und her. Und Cross-Armbreaker. In der Mitte vom Ring. Aber Shayna Baszler, die wehrt sich hier entschieden. Dann noch ein Splash, einfach mal so aus dem Nichts.
Und jetzt Ronda Rousey mit... Ja, geht auf jeden Fall auf die Rippen los. Oder besser auf die Wirbelsäule. Das tut natürlich weh. Ah, lässt auch jetzt ab. Oh, Konter jetzt. Und Dropkick. Also die beiden, die fetzen sich hier richtig. Das ist nicht mehr normal. Und nochmal ein Olympic Slam hinterher. Und nochmal der Ansatz. Nein, Shayna Baszler dreht einfach weiter. Und dann gibt es hier Gesichtspunches. Ein schönes Running Knee inklusive Cover, allerdings auch wieder der Kick Out. Oh, sie steht hier auf dem Fuß, auf dem Arm, meine ich. Und Whip in. Also diese beiden Damen, die echt mal, das ist nicht mehr normal. Pfeifen beide aus dem letzten Loch. Und Ronda Rousey setzt jetzt Shayna Baszler aufs oberste Ringseil. Oh, Konter! Das ist zu nah an den Ringseilen. Und Shayna Baszler will es jetzt zu Ende bringen. Ja, komm. Nein, Ronda Rousey tappt. Shayna Baszler gewinnt dieses Match für sich. Meine Güte, das war jetzt aber auch ein Match. Ja, hier nochmal der Konter. Ich überfliege das jetzt gerade. Ja, hier sehen wir nochmal den Cross-Armbreaker. Dann kam der Olympic Slam draußen. Ja, Shayna Baszler gewinnt. Ja, Glückwunsch an Sie und willkommen zum nächsten Match.